heute fahren Anam und ich nach Asunción und wir fahren zu einem ganz besonderen Menschen, wie ich sagen möchte, worauf ich mich auch sehr freue. Wir fahren nämlich zur Anni. Die Anni ist eine Freundin von uns inzwischen und ist vor einem Monat nach Asunción gezogen, war vorher bei uns in der Ecke Kakupé. Und ich bin mal sehr gespannt, was Anni zu berichten hat, wie es ihr jetzt ergangen ist in Asunción und was sie macht. Ich halte das mal als kleine Überraschung offen. Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt. Es wird ein interessantes Video werden. Hallo Anni! Hallo. So, wir sind jetzt endlich bei der Anni angekommen, eine liebe Freundin von uns und eine begnadete Osteopathin. Ja, Anni ist von Kakupé nach Asunción gezogen vor ein paar Wochen und ich bin jetzt heute endlich das erste Mal hier. Auf zum Behandlungsraum. Einmal die Treppen hoch. Ah, sehr schön. Das ist jetzt hier der Wartebereich. Das sieht doch schon richtig toll aus. Und gleich darf ich mal schauen, wie der Behandlungsraum geworden ist. Ja, Anni und ich lachen schon, weil wir sagen, wer soll sich wo hinsetzen und wie und was. Aber wir sind ganz entspannt und ich freue mich jetzt, dass wir mal uns austauschen können und wollte mal fragen, wie ist es eigentlich? Du bist jetzt seit wie lange hier? Seit letztem Jahr April, also über ein Jahr ein bisschen was. In Paraguay? In Paraguay. Mhm. In Asunción bin ich jetzt seit Anfang Mai, also einen Monat. Einen Monat, wow. Einen Monat. Okay. Und gibt es da schon irgendwelche Unterschiede zu vermelden? Kakupé, Asunción? Viele Unterschiede. Man hätte es nicht gedacht, aber es ist deutlich ruhiger. Hatte ich nicht erwartet, dass wenn ich von quasi Land auf in Stadt ziehe, dass es dann ruhiger wird. Echt? Ruhiger im Sinne von nicht so viel Lärm? Nicht so viel Lärm. Also Chipper, Bäcker fahren quasi nicht rum. Es ist ruhig, die Nachbarn sind ruhiger. Mhm. Auch generell weniger Geballer und so weiter. Also es ist das. Mhm. Dann generell, die Stadt ist relativ grün, hatte ich auch nicht erwartet und ja, man kann ein bisschen mehr erleben. Kakupé war mir persönlich ein bisschen zu ruhig und deshalb bin ich ja, in die Stadt gezogen. Ich bin in München geboren und merke, ich brauche einfach Stadt. Das kann ich gut verstehen. Es führen ja sowieso immer alle Wege nach Asunción. Wenn man irgendwas braucht, ja. Ich sag nur Casa Rica. Ja. Wir haben nämlich lecker im Casa Rica eben Sachen eingekauft und mitgebracht. Und haben hier unten vorhin schon mal geschlemmt mit Hummus und allem möglichen Eingelegten und Salaten und so weiter. Und das ist auch was, was ich einfach toll finde an Asu, weil in Kakupé vielleicht erbarmt sich ja mal jemand und macht ein Restaurant auf. Okay, wir hatten ja jetzt gesagt, ein Monat Asu, aber ein Jahr Paraguay, richtig? Richtig. Und gibt's da was drüber zu erzählen? Über ein Jahr Paraguay? Warum, wieso? Warum, wieso? Also warum, wieso ist, naja, recht leicht ja. Erklärt, muss ich sagen. Ja. Also, in meinem Beruf war es einfach in Deutschland am Ende schwer und dann war der Weg gar nicht mehr so weit entfernt und ich liebe die Wärme. Ist ja hier doch auch recht viel Wärme, muss man sagen, auch im Winter, wo wir jetzt, glaube ich, 28 Grad heute draußen haben. Und dann ist die Entscheidung nicht so schwer mehr gefallen. Klar, Freunde nach daheim lassen ist natürlich schwierig, aber ich telefoniere häufig mit denen. Also ich glaube, diese Geschichte haben wir auch alle zu erzählen, mehr oder weniger. Ja. Alle, die hier in jüngster Zeit ausgewandert sind. Ja, ja, richtig. Ja. Ups, das war mein Daumen. Okay, ja, genau. Also, und dann? Was hast du dann gemacht? Was habe ich dann gemacht? Also die ersten 4 Wochen habe ich tatsächlich mal versucht zu überlegen, wie ich hier mit meiner Praxis starte und habe mir sehr viele Gedanken gemacht, über Werbung Gedanken gemacht, Leute kennengelernt, habe dann gleich mal ein paar Tage im Krankenhaus verbracht, habe das auch gleich die Gesundheitsseite kennengelernt hier in Paraguay, okay. War positiv überrascht und dann habe ich eigentlich meine RUC beantragt und direkt angefangen zu arbeiten und ja, dadurch recht schnell Fuß gefasst. Ja, kurz zur Erklärung. Die Anni ist Osteopathin und sie erklärt uns gleich selbst, was das eigentlich ist, Osteopathie. Ich weiß es,
weil ich meines Zeichens ja auch Heilpraktikerin bin und ich weiß, wie anspruchsvoll Osteopathie ist. Ich habe tatsächlich selber mal versucht, Osteopathin zu werden. Ich muss sagen, in meinem Fall, mir war das viel zu tüdelig, weil man 5 Jahre lang alles über den Körper lernt, jede Sehne, jedes Band. Und das war nichts für mich. Also deswegen Hut ab vor allen Osteopathen an dieser Stelle. Und jetzt fragen wir mal die Anni, was sie genau macht. Okay, also Osteopathie ist ein ganzheitlicher Therapieansatz mit manueller Therapie quasi, wo man nicht invasiv in den Körper eingreift, sondern tatsächlich nur mit den Händen arbeitet und ja, versucht, die Ursache der Probleme herauszufinden. Also nicht Symptom behandelt, sondern tatsächlich die Ursache sucht. Mhm. Genau. Und viele kennen das ja. In Deutschland ist es inzwischen sehr bekannt. In Paraguay glaube ich nicht so, ne? In Paraguay ist es bisher noch nicht so durchgedrungen. Also es war wirklich sehr schwierig, hier die Anerkennung zu bekommen und das auch durchzuboxen, dass ich hier als Osteopathin anerkannt arbeiten darf, weil das Gesundheitsamt das anfangs nicht mal kannte. Mhm. Also der Weg war nicht leicht. Also ich persönlich bin ja ganz viel zu Osteopathen in Deutschland gegangen und mir wurde geholfen, eigentlich fast jedes Mal, egal wie. Und mich hat immer fasziniert, wie jeder Osteopath ein bisschen anders arbeitet. Jeder hat so seine eigene Signatur. Jetzt wollte ich doch mal dich fragen, Anni. Ich weiß es ja eigentlich, zumindest von deiner Behandlung her, von der ich sehr begeistert bin. Aber was bringst du denn so mit rein in deine Behandlung an eigenem, was deinen Mix ausmacht sozusagen? Also meine Behandlungen sind recht individuell. Ich arbeite eigentlich nach dem, was ich spüre. Also ich bringe oft Fußreflexzonenmassage mit rein, wenn ich merke, gut, Magen hat ein Problem, dann suche ich mir den Magenpunkt häufig, um da einfach nochmal dran zu arbeiten. Oft arbeite ich auch kraniosakral, wenn ich merke, dass die Person vielleicht gefühlsmäßig gerade ein bisschen entgleist ist. Ich versuche auch sehr viel muskulär zu arbeiten. Ich versuche mir Triggerpunkte zu suchen. Ab und zu baue ich auch 5 Minuten Massage ein, um erstmal aufzulockern. Also es ist gar nicht so nach Skript, sondern tatsächlich sehr viel Eigenes dabei. Mhm. Also nach Gefühl und nach dem, was halt gerade ansteht. Richtig, genau. Und ich würde mal sagen, dass es ja das Aufgebot deiner Patienten auch bestätigt, weil du warst ja relativ schnell in KKP, könnte man schon sagen, ausgebucht. Ja, also ich denke schon. Ich hatte sehr viel Hilfe. Meine Patienten haben sehr schnell sehr viel Werbung gemacht und ja, hat sich gut rumgesprochen, würde ich sagen. Liegt natürlich auch daran, dass Osteopathen hier sehr rar sind. Also und jeder irgendwas mit dem Rücken hat, mit dem Knie hat, richtig. Fuß, Arm, Kopf, Bein. Sehr viele Schreibtischtäter, die quasi ausgewandert sind. Und ja, das kannst du mir direkt nochmal sagen, Anna. Das kommt aber jetzt nicht ins Video. Ja, wo wir die Anni sowieso besucht haben, hat der Anam die Gunst der Stunde wahrgenommen und lässt sich auch behandeln. Der Weg muss sich ja lohnen. Und ich glaube, der Anam hat irgendwas am Halswirbel. Ja? Richtig. Da auf. Das schmerzverzerrte Gesicht hat es irgendwie hervorgebracht. Ah, komm, tu doch nicht so. Also sein dritter Halswirbel ist ein bisschen nach rechts geschiftet und ein bisschen rotiert. Aha. Und das muss man natürlich beheben, weil sonst auch Nackenschmerzen resultieren, Kopfschmerzen resultieren können, Bewegungseinschränkungen bis hin zu komplett steifer Nacken. Und dazu behandle ich natürlich erstmal hier so ein bisschen die Muskulatur, um das alles zu lockern, weil ich persönlich kein Freund vom Einrenken bin. Und deshalb erstmal Muskulatur lockern und dann an den Wirbel selbst rangehen. Bin ich dann an den Wirbel dran und versuche den quasi wieder in die richtige Position zu bringen. Dazu einmal den Kopf hier rüber. Sehr gut. Und einmal den Kopf nach links drehen, bitte. Und wieder locker lassen. Das zieht nämlich alles hier dann einmal hoch. Das ist ja alles mit dem Trapezmuskel verbunden. Ich wusste gar nicht, dass du so verspannt bist, Anna. Ach, ich mache mal so fürs Video. Ach so. Ja,
Annam und ich, wir sind ja zusammengekommen damals, inzwischen schon vor 2 Jahren, als Paar mit Ersparnissen. Das heißt, wir hatten ganz andere Voraussetzungen. Es war natürlich auf seine Art stressig und aufregend genug, aber Anni will ich jetzt mal fragen, sie ist ja ganz alleine hier nach Paraguay gekommen oder fast ganz alleine. Und wie sie das bewerkstelligt hat, from scratch, wie man so schön auf Englisch sagt, also von null an im Grunde gesagt hat, okay, ich mache mich hier selbstständig, ich werde hier arbeiten, ich will hier bleiben. Und hast dich, würde ich mal sagen, so richtig etabliert hier. Stelle ich mir nicht einfach vor, erstens als Frau, zweitens alleine, drittens in einem südamerikanischen Land. Gibt es da irgendwas anzumerken zu dem Thema? Ja, also es war nicht leicht, aber ich muss sagen, ich habe einfach gemacht. Wie du schon gesagt hast, der Hintergrund finanziell war jetzt nicht gegeben und ich habe eigentlich anfangs nur funktioniert, habe gesehen, dass viele Menschen Hilfe brauchen und arbeite gerne in dem Beruf und habe dann einfach das gemacht, was mir Spaß macht, gearbeitet und dann sehr viel Hilfe auch von Patienten gehabt, die gesagt haben, gut, da ist eine tolle Osteopathin, geh zu der. Und toll, ja. Auch einfach regelmäßig gekommen sind, auch nur zur Massage oder so, weil sie gemerkt haben, ja, sie wollen das einfach, mich da unterstützen. Und ja, meine Mutter hat mir ein bisschen geholfen. Die ist in Paraguay auch, wir wohnen nicht zusammen, die wohnt 100 Kilometer inzwischen weg. Aber ja, auch da hatte ich ein bisschen Hilfe auf alle Fälle. Mhm. Und sonst, ja, allein als Frau in einem Macho-Land, was soll man dazu sagen? Es ist oft sehr interessant, weil ich hatte tatsächlich auch schon die Begegnung, ein paraguayischer Mann, der dann auch dachte, es wäre eine andere Art von Behandlung. Oh ja. Als man dann sagt, bitte bis zur Unterwäsche ausziehen. Aber ich habe das dann zum Glück klarstellen können und dann ist das Thema auch geklärt. Mhm. Aber es ist natürlich, ja, interessant. Es ist anders als in Deutschland, aber auch besser teilweise. Mhm. Auch besser, weil es lockerer ist, weil man einfach nicht so viele Regelungen hat und einfach arbeiten kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Deutschland ist ja voller Regularien und Annam und ich, wir kennen das ja, wir hatten beide eine Praxis in Deutschland. Und was da alles zu bewerkstelligen ist an Administration, bevor man überhaupt mal jemanden behandeln kann, das ist Wahnsinn. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Da ist man halt hier komplett, das heißt komplett frei, aber es ist deutlich einfacher. Ja. Man kann sehr schnell starten und ist nicht so im ganzen System gefangen, sondern kann das so ein bisschen freier gestalten. Mhm. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben mal Plätze getauscht. Mein Akku war leer, ich gebe es zu. Was mich noch interessieren würde, ist, wie sieht denn so dein Tagesablauf jetzt hier aus? Also in KQP weiß ich, wie es war. Da hattest du ja auch ein Haus gemietet und hattest eigentlich einen ganzen Tag lang Patienten. Also könnte man schon unter Workaholic verbuchen. Ein wenig. Seit ich in Paraguay bin, bin ich ein Workaholic. Eigentlich sollte man denken, man wandert aus und macht erstmal Pause. Ja. Für mich war das eher andersrum. Und hier ist der Tagesablauf tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich bin an 5 Tagen die Woche bin ich in Asunción. An 2 Tagen fahre ich einmal nach KQP und einmal nach Nueva Colombia, um da auch noch alte Patienten zu behandeln, die jetzt eventuell schon etwas älter sind und nicht herkommen können oder einfach sagen, sie wollen das nicht. Und da wollte ich einfach noch so ein bisschen den Weg denen ersparen und dann einfach sagen, ich fahre und kann 10 Patienten behandeln, dann müssen die den Weg nicht machen. Ja. Und ansonsten, ja, ich stehe auf, ich mache das Haus fertig, ich bereite den Behandlungsraum vor, dann kommen Patienten. Im Vergleich zu KQP habe ich zwischendrin jetzt immer Pausen eingebaut, dass es einfach auch gemütlicher ist und nicht so Schlag auf Schlag kommt. Ja. Und ja, abends dann meistens ein bisschen entspannen. Ich habe mir jetzt einfach ein bisschen mehr Freiraum für die Tage in Asunción genommen und arbeite hier meist so 6 Stunden und in KQP dafür dann halt 12 Stunden am Tag. Das ist ganz schön lang. Sind das 12 Stunden mit Anfahrt oder 12 Stunden Behandlung? 12 Stunden Behandlung. Ach du meine Güte. Wenn dann Pause und Anfahrt dazu kommen, sind es so 16 Stunden, ja. Wahnsinn. Ja, doch. Ja. Aber es macht Spaß. Ich mache das gern für die Patienten. Ja, und ich habe schon gehört, die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, dass du natürlich auch dich ein bisschen erweitern willst und Pläne für die Zukunft hast. Ja. Klar musst du jetzt erstmal hier dich einleben, selber einleben und auch gucken, wie es läuft mit den Patienten, mit der Praxis. Aber was sind denn so Pläne? Was kannst du dir denn vorstellen, was du noch machen möchtest hier?
Also ich habe natürlich relativ viele Pläne, alle werde ich natürlich noch nicht verraten. Mhm. Das wird die Zukunft zeigen, aber was auf alle Fälle geplant ist, dass ich jemanden für Massagen einstelle, also Entspannungsmassage, medizinische Massage, ayurvedische Massage, alles was man sich vorstellen kann. Dann möchte ich auch noch einen kleinen Essensbereich machen, wo ich auch jemanden einstelle, der dann für mich kocht oder beziehungsweise für meine Patienten kocht, dass für die Patienten, die das verbinden, natürlich auch noch gleich leckeres, gesundes Essen zur Verfügung steht. Es wird eine kleine Rezeption geben, dass quasi die Patienten, wenn sie früher da sind, auch schon empfangen werden können. Und ja, ich habe auch einen kleinen Pool, das wollte ich dann auch noch verbinden, dass man eventuell nach einer Massage noch entspannt im Pool gehen kann. Es wird leckere Smoothies geben und ja, alles so ein bisschen als Wellness-Oase quasi. Das finde ich super. Wellness-Oase klingt super. Ich finde, das ist auch was, was man hier echt sucht. Ja, das glaube ich auch. Und das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir jetzt schon viel angeschaut und mir gedacht, was fehlt mir hier? Und dachte mir, einigen Deutschen fehlt das bestimmt auch. Und jetzt hätte ich fast eine Sache noch vergessen, die Anni zu fragen. Nämlich, die Anni macht auch Yogakurse. Und wo sind die und wann? Wir sind aktuell in Nueva Colombia, immer um 19 Uhr. In Eldorado heißt das Restaurant. Das ist so ein kleiner Nebenraum. Da kann man sich auch anmelden bei mir in der Telefonnummer. Und in Asunción, hier meine Praxis, möchte ich das dann auch einmal aufziehen. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, welcher Tag genau. Aber es wird Juli, August dann auch hier beginnen. Genau. Du hast ja eine Zeit lang so kleine Yoga-Kurse gemacht, nur mit 2-3 Leuten. Genau. Unter osteopathischer Sichtweise sozusagen. Richtig. Genau. Willst du das auch weitermachen oder sind das dann größere Klassen? Nee, also das sind tatsächlich immer so 5-6 Leute und das auch aus osteopathischer Sicht. Also ich zeige die Übung meistens vor und gehe dann auch rum und schaue mir das an, dass die Patienten, wollte ich schon sagen, die Leute das auch richtig gut durchführen. Ja. Sind auch oft Patienten dabei. Genau. Ja, das ist ja in Deutschland immer dann so eine Sache, Patient und Kunde und dies und das. Und da muss man immer aufpassen, was man sagt. Und das genieße ich auch so an Paraguay, dass wir endlich hier mal reden können, wie wir wollen. Ist doch so, oder? Stimmt. Ein Stück weit. Ist deutlich einfacher, ja. Ist deutlich einfacher, ja. Genau. Anam und ich machen ja jetzt Fitness. Mit einer Fitness-App und wir merken, wie verspannt wir davon sind, weil wir anscheinend nicht genügend uns danach dehnen. Das hast du jetzt auch gemerkt, ne? Ja, das habe ich relativ gut gemerkt. Also nach dem Sport sollte man sich unbedingt immer dehnen, um auch Verkürzungen vorzubeugen und dadurch auch Rückenschmerzen teilweise und andere Schmerzen. Ja. Ich habe ja jetzt Knie neuerdings, aber ich habe schon meine Hausaufgaben bekommen. Ja, richtig. Sehr schön. Tschüss! Bye. Tschüss! So, das machen wir jetzt nochmal. Oh, ich glaube, die haben das falsch rum. Das kommt aber jetzt nicht ins Video. Komm, tu doch nicht so. Ja, das ist Wahnsinn, wie die Anni immer genau auf dem Punkt ist, wo es weh tut. Ja. Aber das ist halt jahrelange Erfahrung. Oder als Sadist geboren, keiner. Wie einige Patienten immer sagen, ich gehe wieder zur Sadistin. Bei anderen war ein bisschen schamig, deshalb haben wir es im Oberteil noch angelassen. Was war der? Chinant. Schamig. Schamig. Unser eins würde sagen Chinant. Wie sagt ihr denn in Mainz, Anna? Ich bin überhaupt nicht Chinant. Du bist nicht Chinant. Ich habe überhaupt nichts gegen oben ohne. Es kommt auch nicht ins Video. Nein? Doch. Ich habe aber auch vor, das hier in Paraguay in Asunción zu machen. Gott, nochmal neu.